Ja, die Polizei sucht also nach den entsprechenden Giften. Cyanid ist ja hochgiftig und leicht in Wasser löslich. Rizin wiederum wird laut Robert-Koch-Institut in der Kriegswaffenliste als biologische Waffe geführt. Die Details zu beiden Stoffen hat Paul Klinzing für Sie. Die Einsatzkräfte der Polizei müssen bei der Durchsuchung in Castrop-Rauxel besonders vorsichtig sein. Der Verdacht, in der Wohnung des 32-jährigen Iraners sollen sich die hochgiftigen Stoffe Rizin und Cyanid befinden. Besonders gefährlich Rizin. Bereits kleinste Mengen wirken bei Menschen tödlich. Durch das Einatmen des Stoffes tritt der Tod durch Lähmung des Atemzentrums binnen weniger Tage ein. Eine bekannte Therapiemöglichkeit, etwa durch ein Gegengift, gibt es laut RKI nicht. Im Kriegswaffenkontrollgesetz ist Rizin deshalb als Kriegswaffe gelistet. Bereits vor 4 Jahren gab es einen ähnlichen Fall in Köln. Damals haben ein Tunesier und seine deutsche Frau die Chemikalie hergestellt und Testexplosionen ausgelöst. Ein ausländischer Geheimdienst schöpfte wegen der Online-Käufe großer Mengen Rizinussamen Verdacht und gab einen Tipp. Ein Gutachten ergab, rein rechnerisch hätten durch die Giftmenge rund 13.500 Menschen sterben können. Bei der geplanten Verbreitung durch eine mit Stahlkugeln gespickten Streubombe wären es etwa 200 Tote gewesen. Ob der festgenommene Iraner den gleichen Anschlagsplan hatte wie der Tunesier, muss sich noch zeigen. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf geht jedoch von einem islamistischen Hintergrund aus. Der Chemiewaffenexperte Dr. Michael Blum ist mir zugeschaltet. Herr Blum, schönen guten Morgen. Morgen, Frau Droste. Ja, wir sprechen also hier nun aktuell über Cyanid und über Rizin. Beide Stoffe offenbar ja hochgiftig. Wie kann man die denn einsetzen? Also gucken wir jetzt mal auf so eine konkrete Planung eines Terroranschlags. Wir hatten ja vor 4,5 Jahren im Zusammenhang mit dem Rizinfund in Köln und der Verhaftung, die da durchgeführt wurden, ja bereits relativ konkrete Pläne, wo jemand Rizin verwenden wollte, um es in eine Sprengstoffweste einzubetten und einen Sprengstoffanschlag zu begehen, mit dem Ziel eben, das Rizin dann über diese Sprengwirkung in den Körper von Menschen zu bringen. Das ist auch das Problem bei Rizin. Rizin ist extrem giftig, wie auch eben in der Matz schon gesagt wurde. Es ist aber nicht ganz so leicht, es in den Körper zu bekommen, weil es ist nicht flüchtig. Man muss es also quasi essen. Man müsste es einatmen als Aerosol oder es müsste eben über offene Wunden eingetragen werden. Dann allerdings ist Rizin extrem giftig, auch in sehr kleinen Mengen. Und es gibt, wie gesagt, kein Gegengift. Also es gibt kein Antidot dafür. Das ist eine Sache. Wenn man es allerdings beispielsweise über die Nahrung aufnimmt, Rizin ist nun ein Protein, das ist sowohl hitzeempfindlich als auch, es mag auch Magensäure nicht, man bräuchte deutlich größere Mengen dann schon. Also das Problem mit Rizin ist, wie bekomme ich es in den Körper eines geplanten Opfers? Das ist relativ problematisch, nicht ganz so einfach. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Rizinussamen sind relativ weit verfügbar. Die Pflanze wird auch angebaut, um Rizinusöl zu gewinnen. Daher ist es deutlich besser zugänglich, als beispielsweise irgendwo selbst einen Nervenkampfstoff herzustellen, was relativ schwierig ist. Bei den Cyaniden liegt es wiederum ganz anders. Können Industriechemikalien sein, Cyankali beispielsweise ist ein Salz, aus dem man allerdings Blausäure freisetzen kann, die wiederum relativ flüchtig ist. Also hier ein Risiko des Einatmens gegeben ist. Dort gibt es aber Antidote und auch die Detektion ist sehr viel einfacher, weil das auch ein klassisches Gift ist, was beispielsweise in Rauchgasen vorkommt und die Feuerwehr beispielsweise in der Lage ist, das auch relativ schnell zu detektieren. Bei Rizin ist immer das Problem, dass behandelnde Ärzte erstmal gucken, eventuell, was habe ich da eigentlich? Habe ich jetzt wirklich hier Rizin? Es ist relativ selten, dass Rizinvergiftungen vorkommen. Nun haben wir da die Beamten auch bei den Einsätzen jetzt gesehen. Die sind natürlich in massiver Schutzkleidung. Wie kann man denn sowas überhaupt, ich sag mal, im Hausgebrauch aufbewahren? Also wie machen solche Tatverdächtigen das? Es ist absolut notwendig, dass die Einsatzkräfte sich schützen und man legt dann immer doch einen sehr hohen Maßstab an, was den Schutz betrifft. Man weiß ja auch nicht, was einem in einer Garage wie jetzt heute oder eben in einer Wohnung erwartet. Kann ja auch durchaus sein, dass es dann noch eine improvisierte Sprengvorrichtung gibt, dass man den Sachen eben ausgesetzt ist. Also das macht schon sehr viel Sinn, sich dort unter entsprechendem Schutz hineinzubewegen, sowohl für die Polizeikräfte als auch dann für Feuerwehr oder andere Experten. Solange allerdings das Rizin, ich sage es mal ganz salopp, vor einem auf dem Tisch sitzt, wird einem auch nichts passieren. Es muss, wie gesagt, in den Körper gelangen und solange es nicht aerosolisiert wird oder man es eben sonst in den Körper einträgt, passiert auch nichts. Also wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit Rizinussamen. Die Hülle ist relativ stabil. Es gab Fälle von Verschlucken von Rizinussamen.
Das haben Leute auch überlebt, weil eben dann das Gift aus den Samen nicht freigesetzt wurde. Wenn das allerdings natürlich jemand aufreinigt, und das ist ja auch in Köln schon passiert, dass jemand mit sehr simplen Mitteln hier versucht hat, das Rizin aus den Samen aufzureinigen, dann potenziert sich natürlich das Gift, weil es eben in reiner Form vorliegt. Aber es ist die Gefahr von Berührung, der Eintrag durch kleine Wunden in der Haut. Und auch wenn es natürlich sehr martialisch aussieht in diesen Anzügen, das macht schon sehr viel Sinn, dass die Kräfte unter dem entsprechenden Schutz am Tatort agieren. Herr Blum, lassen Sie uns zum Schluss noch mal kurz auf die Mengen schauen. Also ich meine, offenbar werden ja auch Behörden, das FBI zum Beispiel, sehr hellhörig, wenn also größere Mengen Rizinussamen bestellt werden. Von welchen Größenordnungen sprechen wir da? Also Sie können im Prinzip bereits mit einer relativ kleinen Menge, ein Dutzend, zwei Dutzend Samen, wahrscheinlich schon etwas anfangen. Das reicht nicht für einen Terroranschlag, weshalb solche Mengen auch durchaus erhalten werden können. Es gibt ja auch Leute, der Wunderbaum wächst eben auch ja in Deutschland in manchen botanischen Gärten, und sie können das erhalten. Wenn sie allerdings jetzt plötzlich anfangen, 100 Samen, 200 Samen, 3, 4 bis zu 1000 Samen zu bestellen, dann gibt es wirklich sehr wenige gute Gründe, warum sie das als Privatperson tun wollen oder sollten. Es gibt da keinen Grund für, außer sie wollen eben an die Giftstoffe in den Rizinussamen herankommen, weshalb dann eben Bestellmengen, die deutlich, ich würde mal sagen, über 10, 20 Samen hinausgehen, auf jeden Fall schon mal die Alarmglocken läuten lassen müssen. Und natürlich müsste man eben auch gucken, ob solche Personen eben versuchen, dann Bestellungen im Internet auf viele Kleinbestellungen aufzuteilen, dass dann eben da so ein Muster entsteht. Ich denke auch, dass verschiedene Sicherheitsbehörden genau da sehr genau hinschauen. Und das ist auch gut so. Herr Blum, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.